Guten Abend, herzlich willkommen zu Art aber Fair. Vielen Dank, danke schön. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Gestern in Berlin ein weiterer Wahlerfolg für die AfD. Eine Kanzlerin, die ein bisschen zurückrudert und ankündigt, nicht mehr so oft wir schaffen das zu sagen. Dazu das Gezanke um das Wort Obergrenze. Ich sag mal böse, die ganz normale Flüchtlingsfolklore im vergleichsweise beschaulichen Deutschland. Dabei vergessen wir leicht, die nächste Flüchtlingswelle, die könnte schneller und heftiger kommen, als wir denken. Millionen verzweifelte Afrikaner sind auf dem Absprung. Sie sagen, was haben wir eigentlich anderes zu verlieren als unser Leben? Das Ziel ihrer Träume ist Europa. Das klingt dann so, wie bei diesem jungen Mann. Bevor Sie über den jungen Mann schmunzeln, natürlich ist er nicht das Paradies. In unseren Augen, in seinen Augen schon. Solange das Wohlstands- und Sicherheitsgefälle so groß ist, werden die Flüchtlingsströme anhalten. Aber tut Europa genug gegen die Ursachen der Flucht? Tun wir es überhaupt? Oder setzen wir lieber auf Zäune und Abschreckung? Hart aber fair mit diesen Gästen. Elias Dirdl, der Menschenrechtsaktivist, klagt an. An Europas Außengrenzen finden an Land und im Wasser Zehntausende Flüchtlinge auf der Suche nach einem besseren Leben den Tod. Und was machen wir? Wir bauen Zäune, anstatt ihnen zu helfen. Peter Györkösch, der ungarische Botschafter in Deutschland, sagt, wir sehen hier eine wahre Völkerwanderung in Richtung Europa. Auch wenn es sich hart anhört, es gibt nur eine Lösung. Europa muss eine Festung werden. Neven Subotic, der Fußballprofi aus Dortmund, engagiert sich mit einem Brunnenbauprojekt in Afrika und ist empört. Wir reden hier von Menschen und wir haben Afrika eine Menge Schaden zugefügt. Deshalb sollten wir etwas für sie tun, nicht gegen sie. Norbert Röttgen, CDU. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses ist überzeugt, die Probleme Afrikas können nicht wir in Europa lösen, das geht nur dort. Und da sollten wir auch helfen, mit deutlich mehr Engagement und Geld. Shafak Larai, die Korrespondentin im ARD-Studio Nairobi, sagt, viele Afrikaner wollen ihre Heimat nicht verlassen, aber sie sind verzweifelt und haben nichts mehr zu verlieren. Mit höheren Zäunen werden wir sie nicht aufhalten. Zunächst mal möchte ich Ihnen zeigen, was wir wissen sollten, um zu verstehen, wie alarmierend die Situation ist. Herr Györkösch, was sagt der ungarische Botschafter? Wie hoch, wie bewaffnet müssen Zäune sein, um diesem Ansturm standzuhalten, in Ihrer Logik? Aus unserer Logik, in so einem Programm, was wir hart nennen, muss man darüber vielleicht ein bisschen hart reden. Und sicherlich harte Worte sind manchmal gefährlich. Ich würde mal sogar in Deutsch nicht Festung sagen, sondern Schengen-Europa. Ich weiß nicht, wie hoch ein Zaun sein muss. Es muss eine Außengrenze sein, das schützbar ist und wir das schützen müssen. Sonst kommt diese Menschenmenge nach Europa und dann können wir unser Europa vergessen. Andererseits, und das wäre mein wichtigster Punkt für heute Abend, ich gehe davon aus, dass Zäune Hilfe nicht ausschließen. Das heißt, ich würde mal nicht so formulieren, dass Zäune statt Hilfe, sondern Zäune, damit wir uns selbst schützen und dann so viel Hilfe wie möglich, sei es Ursachenbekämpfung, finanzielle Hilfe, humanitäre Hilfe. Herr Birtel, kommt es tatsächlich auf die Reihenfolge an? Also hilft jetzt nichts anderes als Zäune, um dann in Ruhe zu helfen? Naja, natürlich wird immer gegeneinander aufgerechnet und man fragt sich, wieso haben wir das denn nicht schon längst gemacht? Das sind doch keine neuen Erkenntnisse. Diese Welt ist grotesk ungerecht organisiert. Und wir meinen, wir sind die Gewinner und wir haben das natürliche Recht, die Mehrzahl der Ressourcen hier für uns zu beanspruchen. Die Umwelt, die sogenannte, was ja unser gemeinsamer Lebensraum ist auf diesem Planeten, zu vergiften. Und das sind ja die Folgen, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Denn die Menschen, wir haben darüber noch nicht gesprochen, warum die unterwegs sind zu uns. Und das ist ja der viel wichtigere Ansatz. Um Geld geht es da vielleicht gar nicht unbedingt, sondern möglicherweise darum, dass wir hier unseren Lebenswandel ändern müssen. Und da sehe ich im Moment bei der ungarischen Regierung, muss ich Ihnen sagen, und auch bei Ihnen, so sympathisch Sie sind, überhaupt keinen Ansatz, darüber nachzudenken. Zäune können dieses Problem nicht lösen, das ist völlig klar. Die führen nur dazu, dass die Gewalt immer größer wird. Und wir haben ja jetzt schon den Effekt, dass immer mehr Menschen sterben an unseren Grenzen, anstatt dass wir das nun endlich aufhören und diejenigen, die Schutz bei uns suchen, auch zu uns kommen lassen, auf legalen Wegen. Denn sie sterben deshalb, weil wir ihnen den legalen Zugang verwehren zu
unserem Europa, von dem Sie doch so viel halten. Die sind ja begeisterter als wir. Ja? Herr Röttgen, Hunderttausende schon am Rand des Mittelmeers. Die Zahlen haben wir eben gehört. Millionen auf dem Weg nach Norden in Afrika. Wolfgang Schäuble, der hat letztes Jahr ein Bild gebraucht von einer Lawine am Hang. Und die könne ein unvorsichtiger Skifahrer auslösen. Kann man dieses Bild, auch wenn es vielleicht in Ihren Augen ein bisschen schief ist, heute wieder nehmen und sagen, ja, so ist die Situation? Nein, ich würde mir das Bild nicht zu eigen machen. Dass da sozusagen, dass da es einen kleinen Auslöser gibt und dann kommt das ins Rollen. Es sind eben vor allen Dingen große strukturelle Ursachen, die da sind. Das ist Armut, das haben Sie in dem Film geschildert, das ist so. Im Moment ist es am allermeisten, sind es Kriege und Bürgerkriege. Die sechs größten Herkunftsländer von Flüchtlingen, angefangen von Syrien, Somalia, Sudan, Südsudan, Afghanistan, Kongo. Es sind alles Länder, wo Krieg herrscht. Das heißt, die Menschen fliehen vor einem bösen Bürgerkrieg, der seit Jahren überall dauert. Aber hinzu kommt tatsächlich, insbesondere in der Zukunft, glaube ich, das ist die jetzige Situation, in der Zukunft, glaube ich, kommt, müssen wir uns auf Afrika als die große Quelle von Migration und Flucht einstellen. Die Bevölkerung wird sich verdoppeln. Wir haben jetzt gut 1 Milliarde, dann werden wir 2,5 Milliarden haben in einer Generation. Und wenn es dabei bleibt, dass ganz viele junge Menschen, da sind Gesellschaften, die haben ein Durchschnittsalter von unter 20 Jahren, wenn 80-90% ohne jede Perspektive sind, dann werden sie tatsächlich sagen, wir müssen hier weg, wir haben keine Perspektive und wir sind sehr, sehr viele. Und insofern ist das nicht so eine Lawinensituation, irgendeiner sagt was Falsches. Habe ich verstanden, Herr Röttgen, habe ich verstanden. Damals, als Schäuble das gesagt hat, ging ja die Diskussion los, hat er damit mit der Skifahrerin Angela Merkel gemeint. Er drückt sich ja oft ein bisschen geheimnisvoll aus, trifft aber trotzdem sein Ziel. Nehmen wir mal an, sie war gemeint oder auch nicht. Mhm. Was hat die Regierung aus der ersten großen Welle gelernt? Was hat Angela Merkel aus der ersten großen Welle gelernt? Ich glaube, dass der Lernprozess, man kann übrigens zu Recht beklagen, aber ob das viel nützt, ist eine andere Frage. Der Lernprozess hat eingesetzt, definitiv. Wir sehen heute, dass die Situation im Nahen Osten, im Mittleren Osten und in Afrika nicht mehr nur sozusagen eine Frage der Empathie von uns für diese Menschen ist, sagen altruistisch, wir wollen denen etwas tun, die haben keine Perspektive, das ist sozusagen Mitgefühl, sondern wir haben erkannt, es ist unser eigenes Interesse. Es ist die Stabilität unserer Gesellschaften, die wir nicht halten können, wenn wir uns diesen Problemen nicht zuwenden. Angela Merkel ist nicht das Hauptthema heute, aber ich finde, man muss sie noch mal im O-Ton hören, um diesen Lernprozess einzuordnen und dann gehen wir gleich wieder zu unserem. Was würden Sie sagen, ist das Lernprozess oder Zurückrudern? Nein, ich finde schon, dass Angela Merkel hier sehr ehrlich ist in dieser Frage. Denn das müssen wir beklagen, die große Politik hat einfach während der Jahre zum Beispiel des Bürgerkrieges in Syrien hier so getan, als würde uns das überhaupt nichts angehen. Während wir an der humanitären Front natürlich alle gesehen haben, was sich da aufbaut. Die Politik, und dann zu sagen, wir sind überfordert. Es ist immer blöd, wenn man nur einen Politiker, der lange auch Minister war, am Tisch hat, aber die Politik schließen sich da ein. Oder ja, hat man nicht? Das ist, was wir haben, natürlich. Also ich will ja mich nicht präsentieren als derjenige, der Einzige, der es gewusst hat. Nein, insgesamt und warum insgesamt zur Ehrlichkeit gehört, aber auch Sie könnten auch sagen, nee, ja, ich habe das immer wieder angemahnt. Ja, ich traue Ihnen das durchaus zu. Habe ich, aber das ist nicht. Und Ihnen hat keiner zugehört, richtig? Bitte? Ihnen hat keiner zugehört. Ja, das müssen andere behaupten. Ich werde es jedenfalls von mir nicht behaupten. Aber vielleicht habe ich schon mal drüber gesprochen. Das kann sein. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. In der Tat, glaube ich, war unsere gesellschaftlich-politische Methode, nicht nur politisch, auch gesellschaftliche Methode, wir gucken weg. Das ist der Bequemlichkeitsegoismus. Davon habe ich in der Tat schon häufiger gesprochen. Wegzuschauen, sich nicht zuzuwenden, den eigenen Wohlstand zu genießen und zu glauben, man könnte sich abschotten. Das ist eben eine Selbsttäuschung, die Abschottung. Und jetzt lernen wir, haben wir gelernt, aber auch erst, als die Flüchtlinge an unsere Tür geklopft haben, als sie an die italienische Tür in Lampedusa geklopft haben, haben wir noch nicht gesagt, das ist ein europäisches Problem. Jetzt klopfen sie an die deutsche Tür und jetzt sind wir wach geworden und haben, glaube ich, erkannt, wir können uns diesem Problem aus eigenem Interesse nicht mehr entziehen.
Leider ist in ganz Europa dieser Lernprozess noch nicht voll zur Entfaltung gekommen, das muss ich sagen. Frau Lahari, Sie sind Afrika-Korrespondentin und die haben ein riesiges Berichtsgebiet. Sie sind auch so eine Art Gradmesser, ob wir das Problem verstanden haben. Ich weiß von Kollegen, die jahrelang das Thema angeboten haben, es hat aber Politik nicht interessiert und auch die Redaktion nicht in Deutschland. Ist das jetzt anders? Es fängt an, langsam anders zu werden. Also wir hatten auch große Schwierigkeiten, Afrika-Interesse zu wecken, weil es ging zunächst einmal immer um die Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, die vielleicht noch aus Afghanistan kommen, vor allem um die Flüchtlinge, die aus dem Nahen Osten kommen. Und die afrikanischen Flüchtlinge, die fielen dann so ein bisschen hinten über. Dann wurden plötzlich die Eritrea interessant, die Somalier wurden interessant und langsam, ja, kommt es an. Es sind auch die Afrikaner, die vielleicht die Nächsten sind, die kommen, wenn sie sich eine Flucht denn leisten können. Denn das ist nämlich der große Punkt. Darüber, wenn man, glaube ich, Afrikaner fragen würde, dann würden Millionen sagen, ja, wir wollen weggehen. Wir würden gerne. Aber viele können sich die Flucht überhaupt nicht leisten. Herr Sobotic, Sie sind viel in Afrika unterwegs mit Ihrem Hilfsprojekt Brunnen, sauberes Wasser. Was muss in einem afrikanischen Land zusammenkommen, damit sich Familien entscheiden, wir schicken den Sohn los oder sich ein Vater entscheidet, ich lasse meine Familie erstmal da, wir ziehen nach Europa und suchen da unser Glück. Was muss da alles zusammenkommen, damit dieser Entschluss, der immer mit Gefahr, der mit einem möglichen Tod verbunden ist, reift? Erstmal Hoffnungslosigkeit, natürlich. Wenn das einmal eintritt, dann muss man natürlich für seine Familie sorgen. Sie und ich würden für unsere Familie nichts anderes tun als das. Mit der Zeit der letzten Jahre, wo der Klimawandel auch die Lage noch mal negativ verändert. Und wir können nach Äthiopien schauen und sehen, dass auch seit 2 Jahren 10 Millionen Menschen dort auf Hilfe angewiesen sind, weil es keine Möglichkeit gibt, aktuell genug Essen auf den Tisch zu legen für die Menschen, dass es dann ein Grund, ums Überleben zu kämpfen. Und ein einfacher Weg, ein Weg, der sich auch bewährt hat in den letzten 50 Jahren, ist, dass jemand geht in ein Land, wo man Geld verdienen kann und das wieder zurückschickt. Es ist ein Konzept, das funktioniert, das muss man auch ganz klar so sagen. Sieht man das in den Dörfern, wo einer gegangen ist? Sie nicken mit dem Kopf? Ja. Ich war gerade im Senegal und Senegal ist ein Land, aus dem sehr, sehr viele Menschen vor 10 Jahren etwa geflohen sind. Das ist jetzt etwas zurückgegangen. Aber wenn man mit den Menschen spricht, die sagen, wenn ich könnte, wenn ich das Geld hätte, ich würde immer noch gehen. Und dann haben die mich mitgenommen und haben gesagt, guck mal, dieses Haus, und da war ein Haus in dem Dorf, das hatte ein ordentliches Dach. Das ist ein Haus von einem, der es geschafft hat, nach Europa zu gehen und der seiner Familie jetzt regelmäßig Geld schickt. Und die Rolle der Familie ist so ungemein wichtig. Das ist so tief verankert in den Köpfen der Menschen, dass sie quasi dafür sorgen müssen, dass es ihren Familien gut geht. Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Motivation für viele. Ich würde auch sogar darüber hinaus nicht nur sagen, dass es gut geht. Ja, es geht erstmal ums Überleben. Ja. Da müssen wir schon differenzieren zwischen ums Überleben zu kämpfen und leben zu können. Ja, wir sagen ja oft die Lebensbedingungen verbessern, aber es geht tatsächlich auch ums Überleben. Bis sich Lebensbedingungen in diesen Strukturen verbessern, das dauert Jahrzehnte. So viel Zeit wollen sich aber junge Menschen und davon hat Afrika sehr viele, das haben wir eben schon gehört, diese Zeit wollen sie sich nicht geben, weil sie sich sagen, wir haben auch nur ein Leben. Unser Leben ist auch nicht nur eine Generalprobe. Und welche Gedanken Sie dabei haben, das haben wir am Anfang gehört, das hören wir noch mal rein. Und auch mit einer Ergänzung, wie das der junge Mann, er heißt übrigens Bilal und kommt aus Sierra Leone, wie er das für sich formuliert. Herr Jerkisch, Sie haben in Ihrem ersten Satz gesagt, man muss in diesem Thema auch hart sprechen. Bilal sagt, Europa kann nicht schwerer sein als Afrika. In Ihrer Logik, da müsste Ihre Antwort sein, da müssen wir Europa eben schwerer machen.
Ich würde mal für das Dortmund, wo Herr Bridal begonnen hat. Können Sie ihn einfach mal Wirdl sein lassen und auf ihn antworten, weil über diese Menschen reden wir. Dann kommen wir gleich zu ihm zurück. Nee, Wenn ich auf die Anregung dieses jungen Menschen reagieren kann, dann sage ich, Europa wird nie in der Lage sein, alle Probleme Afrikas, insbesondere hier auf europäischem Boden, zu lösen. Weil sonst kriegen wir auch hier in Europa enorm große Probleme. Das ist, was der ungarische Ministerpräsident gesagt hat, wo er formulierte das so, ich bin euer Burgkapitän. Er sagte, Burgkapitän, ja. Das heißt an der Außengrenze. Ja. Mhm. Nicht für Abschottung, sondern für den Schutz der hier Lebenden. Die Frage war, Schengen oder Korridor? Wenn wir Korridor haben, das haben wir in den letzten Monaten gesehen, dann geht hier Europa etwas absolut schief und kaputt. Aber wenn es keinen Korridor geben darf, dann brauchen wir Schengen, brauchen wir Zäune. Seien Sie mir nicht böse, wir reden gleich über Schengen und Zäune und auch über die Rolle Ungarns. Die Frage war, wenn wir jetzt ihn sehen, als jemanden, der in Europa das Paradies vermutet und der sagt, was anderes will und kann ich gar nicht glauben, dann kann es ja eine Methode sein, ihm klarzumachen, dass Europa so viel anders ist, als er denkt. Frau Larrari, dass diese Menschen oft auch scheitern auf ihrer Flucht, dass es Tote gibt, dass das Mittelmeer ein Grab wird. Kommt das in Afrika nicht an? Doch, das kommt an. Aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, weißt du, wir haben hier so viel Pessimismus, so vieles in unserem Leben geht schief, daran orientieren wir uns nicht. Wir gucken uns die an, die es schaffen. Es gibt Hunderte, die sterben, aber es gibt Tausende, die es schaffen. Und davon gibt es wieder einige, die bleiben. Und davon schicken einige ihren Familien Geld. Und an denen orientieren wir uns. Ich hatte Sie unterbrochen eben. Was wollten Sie Herrn Bierdl sagen? Er hat eine Bemerkung gemacht, das nicht unbedingt den Tatsachen entspricht, weil wir nicht nur diesen Ein-Punkten-Plan haben. Das ist der erste Schritt. Sie haben zu Recht gesagt, es muss eine Reihenfolge von Maßnahmen geben. Aber ich gehe davon aus, dass es möglich sein sollte, einen europäischen Gesamtkonzept zu haben. Und Sie haben wichtige Themen angesprochen. Aber erst brauchen wir eine stabile eigene Situation. Und dazu gehört der Schutz der Außengrenze. Und dann kommt es dazu, was können wir für diese Menschen tun? Sind Sie denn einverstanden damit, dass wir erstmal darüber reden können, was können wir für diese Menschen tun, weil wir haben es so lange nicht getan, und dass wir dann über den technischen Schutz reden, wenn er denn nötig ist? Lassen Sie uns bitte so die Reihenfolge, wenn Sie mitgehen, einhalten, ganz gerne. Dann verstehen wir das haben dafür Zuschauer einen Plan, auch mehr. Das bin ich gerne bereit, mit Ihnen das zu teilen. Das ist gut. Herr Bierdl, dieser junge Mann, Bilal Camara, hat er etwas erkannt, was man einfach nicht leugnen kann, dass man ihm auch nicht ausreden kann, dass man auch ehrlicherweise sagen muss, Europa bietet ihm, egal wie wir uns verhalten, mehr Chancen als seine Heimat. Leider trifft das auf jeden Fall auf Sierra Leone zu. Das da kommt kann, er her. Kann man so sagen. Ja, also in Westafrika gibt es viele Länder. Wir beide stehen, wir haben gar nicht gesprochen vorher, aber es ist immer ein Problem, hier global über Afrika zu reden. Afrika ist auch ungeheuer vital, bunt, interessant, kulturell im Aufschwung, auch wirtschaftlich übrigens, das ist nicht so einfach zu beantworten, aber bleiben wir mal bei denen, die davon fantasieren, ihre Zukunft in Europa zu finden. Wir haben hier vorhin gehört, mehrfach, und das ist auch völlig unbestritten, diese Remittances, also die Rücküberweisung von Migranten, die kommen nicht nur ganz genau da an, wo es gebraucht wird, das ist hervorragend, sondern die haben seit Jahren die Gesamtsumme an Entwicklungshilfe um ein Vielfaches überstiegen. Wenn Sie den Leuten wirklich helfen wollen, und Sie sagen ja diesen wunderbaren alten Satz nochmal, wir können ja nicht die ganzen Probleme Afrikas bei uns, gut, aber wir sollten auch keine verursachen übrigens. Wenn wir also das erlauben, dass die zu uns kommen können, dass es diese Rücküberweisung gibt, dann können wir uns die gesamte Entwicklungshilfe sparen. Aber die Gewalt ist leider strukturell, das haben Sie ja sehr schön gesagt, Herr Röttgen, und das heißt, sie geht von uns aus in ganz vieler Hinsicht. Wenn wir nicht aufhören, so umzugehen mit unserem Nachbarn Afrika, den wir ganz global gesagt vor allen Dingen als Ressourcenbecken betrachten, wo wir uns mal eben holen, was wir brauchen, Rohstoffe und so weiter und so fort, dann wird die Gewalt weiter zunehmen, wird das Sterben weiter zunehmen. Und ich denke, es gibt einen anderen möglichen Weg, und zwar mit diesen Menschen und nicht gegen sie. Und das ist das Problem an Ihrem Konzept. Sie wollen abschotten, Sie wollen abschrecken, und dabei bräuchten wir was ganz anderes. Wir wollen gerade schützen. Wir wollen schützen. Wen denn? Die eigenen Menschen. Die eigenen Europäer, damit sie so viel aufbringen können, damit wir diese Hilfe finanzieren können. Es gibt Millionen Ungarn im Ausland.
Und in allen Zeiten, ich kenne mich ein kleines bisschen auch in der Geschichte Ihres Landes aus, ich wohne ja in einem Teil, der noch bis 1921 zu Ungarn gehörte, in der österreichischen Grenze, im Burgenland in Österreich, Westungarn war das früher, und da steht an der Straße in Unterwart, steht ein Denkmal, hier errichtet zur Ehre Gottes von den nach der neuen Welt Ausgewanderten 1910. Und fast die gesamte Dorfbevölkerung ist abmarschiert. Die waren nicht politisch verfolgt, das gibt es ja auch noch. Das waren einfach Leute, die ihre Zukunft woanders gesucht haben. Die haben sie gefunden im Raum um Chicago. Und von dort haben sie Geld zurückgeschickt. Und das hat der Bevölkerung dort ganz erheblich geholfen. Auch hier in Europa haben wir genau von diesen Mechanismen erheblich profitiert. Und jetzt sollen wir nicht so tun, als wäre das für uns was völlig Fremdes, wenn Menschen von woanders kommen, die genau das auch bei uns suchen. Es ist vernünftig und es ist gut für beide Seiten. Herr Röttgen, Sie sitzen ungefähr in der Mitte zwischen beiden Positionen. Wo ist Ihre? Sie waren ehemaliger Bundesumweltminister. Das heißt, wenn es darum geht, wie wir mit den Ressourcen der Erde umgehen, was wir Afrika antun, da kennen Sie sich aus. Ja, also erstmal ist die Position in der Mitte ja, muss nicht die richtige, muss auch nicht die falsche Position sein. Ich glaube, dass das Entweder-Oder unsinnig ist. Ich glaube, dass wir Außengrenzen brauchen. Das ist auch unser Konzept, zu dem wir stehen. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, wir machen entweder das eine zuerst oder dann das andere, sondern beides gehört natürlich zusammen. Und ich halte für das Entscheidende natürlich, dass wir an den Ursachen anfangen. Und dass wir endlich anfangen zu erkennen, dass wir dort Möglichkeiten haben. Ich schätze es zwei Dinge anders ein, vielleicht darf ich das sagen. Das eine ist, Sie sagen, natürlich haben die Europäer Fehler gemacht, in der historischen Betrachtung, auch aktuell, gar keine Frage. Aber das, worauf ich eben hingewiesen habe, ist eben ein wahnsinniges Problem, wie wir helfen können. Weil wir es typischerweise in den ganz unterschiedlichen afrikanischen Staaten, ganz überwiegend jedenfalls, nicht mit rechtsstaatlichen Systemen zu tun haben, sondern wir haben es mit korrupten Systemen zu tun. Wir haben Bürgerkriege, wir haben Kriege. Und wie man dort, ich meine, Syrien ist das klassische Beispiel. Wie können wir dort ansetzen? Das ist ein erhebliches Problem, wie wir wirklich zu einer Verbesserung kommen. Wir finden in vielen Ländern keinen Partner vor Ort. Der zweite Punkt, den ich etwas anders sehe, natürlich ist der... Aber wir hatten tolle Partner, die haben toll funktioniert, gucken Sie sich das sagen, von einem Despoten, Herr Röttgen. Wir haben ihm die Drecksarbeit überlassen. So sah in Teilen die Flüchtlingsarbeit aus, oder die Vermeidungsarbeit. Aber es ist doch im Grunde... Es ist aber doch im Grunde genau das Dilemma, das ich eben beschrieben habe. Ist denn die Variante, wenn die Gaddafis noch da wären? Wie gehen wir dann mit den Ländern, in denen die Gaddafis herrschen, um? Es gibt noch genug Länder, wo Despoten herrschen. Aber es zeigt das Dilemma. Es zeigt das Dilemma, dass in vielen Ländern Chaos herrscht. Nichtstaaten, wie wir jetzt in Libyen haben, diktatorische Regime, ein Kampf um Macht, um Geld, die Ausnutzung von ethnischen und religiösen Unterschieden, um wirklich Hass zu erzeugen. Das ist ein echtes Problem. Wie können wir helfen? Das Land, das die meisten Flüchtlinge zurzeit produziert, ist Syrien. Wir haben gerade wieder den Versuch gesehen, zwischen USA und Russland sozusagen ein Ende der Gewalt herbeizuführen, was zu einer Beruhigung von Flüchtlingsströmen. Syrien hat einen eigenen Fokus mit eigenen Sendungen und ist gut, dass wir hingucken. Lassen Sie uns mal in kleinere Länder gucken. Einfach ein Praxistest. Also Bocic, Sie machen kleine, überschaubare Entwicklungsprojekte in Afrika, in Äthiopien vorzugsweise. Kann man Brunnen bohren, ohne jemanden zu bestechen? Das ist ja immer die Frage, was passiert mit dem Geld? Oder muss man sich auf die Sitten einlassen und genauso jonglieren, um zu einem Ergebnis zu kommen, wie das auch die Regierung tut? Ja, also ich wünsche mir in der Hinsicht auch genau diese Kontrolle, die wir als Stiftung obliegen. Wir haben natürlich den Herzenswunsch, wir haben gar keine nationalen Interessen, die wir vertreten, sondern wir sind Humanisten und tun es aus voller Überzeugung, dass es richtig ist. Denn ausgebeutet wurde schon genug. Wir kämpfen um Gerechtigkeit mit den Menschen. Und ich glaube, da kann man auch eine Menge von nehmen. Denn für uns ist es nicht nur wichtig, das, was wir denken und wir sagen, wir helfen. Es ist ganz anders. Es ist auf Augenhöhe. Denn man muss ja sprechen mit den Leuten, mit denen man auch zusammenarbeitet. Geht das denn ohne Schmiergelder, ohne sich auf Warlords einzulassen, ohne Kompromisse zu machen, die den Transparency-Regeln widersprechen? Bei uns geht das. Absolut. Wollen wir mal zeigen, was Sie machen? Erzählen Sie uns mal. Sie sind da auch zu sehen. Ja, das ist unser Kollege Bosch, der mit seinem Team knapp 1000 Brunnen
pro Jahr bohrt. Und das ist eine einfache Arbeit, die aber nicht zu bewältigen ist für eine Gemeinde von 300, 400 Personen, die nahezu nichts oder weniger als $1,25 pro Tag verdienen. Also es geht um die Existenz, um die Subsistenz. Und da wollen wir natürlich mit den Menschenrechten den Zugang zu sauberem Wasser das ermöglichen. Ganz wichtig, wie man auch sieht, Hände waschen. Es sind einfache Dinge, mit denen wir arbeiten. Und Fußball spielen. Können Fußball Sie spielen? Irgendwie? Ja, das ist irgendwie eine Ausnahmesituation tatsächlich, aber es war bei einer Schule so. Aber Fußball verbindet, aber so verbindet auch Menschlichkeit. Und das ist auch der ganz große Schritt, den wir wagen. Denn erklären Sie doch mal, wenn so ein Brunnen dann sprudelt. Wir haben es ja gesehen, das war ja ein tolles Erlebnis, wie das Wasser hochschießt und die Kinder gleich mal davon genießen können. Was verändert sich im Leben eines solchen Dorfes, wenn Wasser im Brunnen nebenan ist? Nimmt man ganz einfach den normalen Alltag. Ja? Spart man schon, ganz besonders die Frauen und die Kinder, 4, 5, manchmal auch 6 Stunden jeden Tag, die sonst für die Beschaffung von Wasser draufgehen würden. Ja? Wenn es darum geht, wirklich in 2016 ein System zu schaffen, ein globales System, das menschengerecht ist, dann würden wir da genau ansetzen, wo wir es auch tun. Weil sonst müssten Sie in Krügen oder in irgendwelchen Kanistern? In Krügen, es sind 6 Kilometer tagtäglich, wie gesagt, mehrere Stunden. Und das Wasser ist dann verunreinigt, was Sie holen müssen, weil es kein sauberes gibt. Aber Grundwasser gibt es an vielen Stellen und den Zugang, den sichern wir. Das bedeutet jeden Tag viel mehr Zeit, viel mehr Kraft, was besonders für die Kinder bedeutet, die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Bei Schulen gibt es glücklicherweise viele, nur wie viele Kinder die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen, das ist ein ganz großes Problem, weil die Schule nicht nur ein Ziel ist, dahin zu gehen, sondern auch das, was man lernt, ist für alle Leute wichtig. Wenn der Brunnen dann sprudelt, ist das Wasser umsonst oder wird dafür auch bezahlt? Umsonst ist ein Prinzip, das sich nicht in den letzten 50 Jahren bewahrheitet hat, als dass es super läuft, sondern bei so einer Pumpe ist es wichtig, dass auch Eigeninvest da ist, aus mehreren Gründen, auch aus Nachhaltigkeitsgründen, damit, wenn mal was kaputt gehen sollte, auch die Gemeinde das tragen kann. Da wird auch viel in die Vorbereitung gesetzt, dass da starke Strukturen entstehen, die dezentral sind, um für die Nachhaltigkeit des Brunnens zu sorgen und auch gleichzeitig für beispielsweise die Emanzipation. Ja, das sind 6 Personen, die sich um so einen Brunnen kümmern sollen aus der Gemeinde. Und 50% sind beispielsweise Frauen. Also es gibt sehr viele positive Effekte, die aus so einem Projekt entstehen. Und eins davon ist natürlich auch, ein wichtiger Aspekt dabei ist natürlich auch der Invest der Gemeinde. Und da wird dann auch Geld investiert. Das sind Mengen, die bezahlbar sind, weil die Gemeinde es auch dann gemeinsam entscheidet. Ja, natürlich Menschen mit Behinderung oder ältere Menschen sind davon ausgeschlossen. Es ist ein sehr soziales System, was auch funktioniert. Frau Lahari, solche Graswurzelinitiativen wie die von Herrn Sobotic, sind die immer effektiver als staatliche? Liegt das in der Natur? Also erstmal kann ich nur bestätigen, was Herr Sobotic gesagt hat. Es gibt in Afrika nach wie vor nur 30 Millionen Kinder, die nicht zur Schule gehen, nicht die Grundschule besuchen. Und die Grundschule besuchen, davon machen 56% beenden die Grundschule. Diese Graswurzelprojekte sind wichtig, weil sie mehr beispielsweise Kindern ermöglichen, statt Wasser holen zu gehen, zur Schule zu gehen. Aber was wir eben auch sehen ist, selbst wenn sie die Schule beenden, selbst wenn sie danach sogar noch auf die Oberstufe gehen und selbst wenn sie sogar zur Universität gehen, sie finden keine Jobs. Und das, was Herr Röttgen vorhin angesprochen hat, wir werden einen enormen Bevölkerungszuwachs in Afrika erleben. Und die Bevölkerung wird schneller wachsen als der Arbeitsmarkt, wesentlich schneller. Das birgt Konfliktpotenzial, das ist eine Bedrohung für diesen Kontinent. Deshalb braucht Afrika oder Europa braucht, wenn wir jetzt Zäune schaffen, dann sind das Maßnahmen, die ganz kurzfristig vielleicht die Zahlen nach unten drücken. Aber eigentlich braucht es wirklich strukturelle Veränderungen. Und das bedeutet nicht nur Hilfe, denn es passieren ja auch absurde Dinge. Auf der einen Seite wird Entwicklungshilfe und zwar mehr und mehr Geld in Entwicklungshilfe gesteckt. Auf der anderen Seite wird, was die wirtschaftliche Zusammenarbeit angeht, werden unfaire
Verträge geschlossen. Wollen wir uns das mal angucken? Das ist tatsächlich so, dass man sagt, das haben wir ja gelernt, Hilfe zur Selbsthilfe ist das, was noch am besten funktioniert in der Entwicklungshilfe. Es müssten Jobs geschaffen werden, man müsste der Wirtschaft auf die Beine helfen. In Teilen funktioniert das auch, aber schauen Sie mal, welcher, ich kann es nicht anders sagen, Irrsinn da geplant ist. Herr Röttgen, klare Worte vom Afrika-Beauftragten Ihrer Regierung. Das, was da geplant ist, muss man da eigentlich ein Fluchtförderungsprogramm nennen. Ja, also ich stimme Günter Noke zu. Und darum muss das auch geändert werden. Es sind nicht die Europäer selber haben ja diese Begünstigung der afrikanischen Länder gemacht. Und nun kommt die Welthandelsorganisation und sagt, das ist sozusagen international rechtlich nicht okay. Das ist die Ursache, warum das überhaupt kommt. Aber das rechtfertigt nicht, wie es kommt. Sondern wenn das stimmt, was wir in der ersten halben Stunde besprochen haben, dann heißt das natürlich, dass Fluchtursachen oder Stabilisierung, Prävention in Afrika, das braucht ein kohärentes Konzept. Es macht keinen Sinn, dass wir den Brunnen bauen und der Handelspolitik bei den Wirtschaftsstrukturen, damit ein Land insgesamt infrastrukturell auf die eigenen Beine kommt und nicht nur lokal, dass wir dann sozusagen zwischen Ungleichen der großen EU, ist ja die EU-Kompetenz, und wirtschaftlich viel schwächeren, kleineren Ländern sozusagen eine Übermacht ausnutzen. Das darf nicht sein, sondern der Aspekt, es fängt ja gerade an und hier erkennen wir, ja, ich bin ja gar nicht dabei, ich habe keinen Rechtfertigungsbedarf für Fehler, sondern ich sage nur, wo jetzt die Möglichkeiten liegen, es zu korrigieren. Handelspolitik ist typischerweise gesehen international überall sozusagen unsere Interessen, unserer Produzenten, unserer Arbeitnehmer durchzusetzen. Wir in Deutschland regen uns gerade auf über TTIP oder CETA. Zigtausend auf den Straßen. Wie schlecht wir da sozusagen gegenüber den Amerikanern stehen, was ich nicht glaube. Aber wie wir uns darüber gegenüber afrikanischen Staaten verhalten, ist weitgehend sozusagen im Dunkeln geblieben. Ist ja sozusagen kein großes öffentliches Thema. Sie haben eben davon gesprochen, wie schwer es war, diese Themen sozusagen auch in die Medien zu bekommen. Und das ist der Punkt, der sich ändern muss, um es positiv zu wenden. Ich glaube, dass weil wir jetzt ein anderes Bewusstsein von der Dringlichkeit haben. Sie sagen Festung, dem muss man nicht zustimmen, aber Sie sagen, erkennen ja die Dringlichkeit an. Wir alle erkennen die Dringlichkeit an. Also müssen wir jetzt eine kohärente Politik zur Stabilisierung entwickeln. Was ist denn eine kohärente Politik? Die keine Widersprüche hat, wo man das eine, was man aufbaut, mit dem Hintern wieder umwirft. Was macht Sie denn so sicher, dass dieser gestatten Sie mir eine Frage? Was macht Sie denn so sicher, dass dieser Schwachsinn nicht umgesetzt wird? Ich habe nicht von Sicherheit gesprochen, sondern ich habe gesagt, was jetzt notwendig ist, was wir im eigenen Interesse tun müssen. Und ich sage nur, dass wir ein besseres Bewusstsein unserer eigenen Interessen haben, was Afrika anbelangt. Das macht mich ganz verhalten optimistisch, so würde ich es mal sagen. Herr Biertel, teilen Sie diesen verhaltenen Optimismus? Das, was da läuft, läuft ja nicht aus Versehen oder hoppala, ist uns so passiert, sondern ist eine ganz... Aber es ist Politik. Und Politik. Eine ganz stringente Politik, die darauf aus ist, unsere Nachbarn dort klein zu halten und kaputt zu machen. Nein, ja? die ist darauf aus, die eigenen Vorteile. Entschuldigung, ich darf mal ein Beispiel nennen, weil wir können es ja alle nicht mehr hören und ich glaube auch die Wählerinnen und Wähler können es nicht mehr hören. Die Agrarsubventionen in Europa zerstören die Märkte in Afrika. Haben Sie das schon mal irgendwo gehört? Das steht in der Zeitung, das ist banal, das ist beschämend für uns alle, dass es dabei bleibt. Das ist ja das Problem hier. Das heißt, wir haben uns ein System errichtet und an das müssen wir ran. Wir können nicht so tun, Sie, aber warum tut sich denn da nichts? Ja, Sie waren Umweltminister, das kann ja so nicht auf Dauer so weit, dass dann immer gesagt wird, ja, das wollten wir jetzt ja gerade machen. Ja, sehe ich aber nicht. Wir waren Umweltminister, die Fluchtursachen jetzt, wir kommen ja hier zu den Kriegen, aber die Kriege sind ja wieder Folgen von Veränderungen. Im Moment tut sich um den Tschadsee herum, Sie wären vielleicht noch dazu gekommen oder sagen uns noch mehr dazu, die größte Flüchtlingskatastrophe in Afrika. Kurz für jemanden, der in Erdkunde nicht einstand, wo ist der Tschadsee, in welche Länder liegen? Mittendrin. Geht es ein bisschen genauer? Ja, im südlichen Afrika, Sie sagen. Tschad, Nigeria, da ist der Tschadsee und im Moment ist da eben eine große Flüchtlingskrise. Wir haben jetzt hier kriegerische Auseinandersetzungen, wir haben Milizen, die da unterwegs sind. Aber der Kern des Problems, darauf wollte ich hin, weil Sie Umweltminister waren, ist der Klimawandel. Ja. Dort trocknet der Tschadsee aus. Es wird auf Dauer dort nicht mehr möglich sein, zu überleben in der bisher gewohnten Konjunktur, in der gewohnten Kultur, die die Menschen dort haben. Eine Sekunde noch. Es ist vollkommen klar, wer diese Veränderungen zu verantworten hat. Das sind die Industriestaaten. Der Kontinent Afrika ist nicht mal mit 5-6% bei den Emissionen von Treibhausgasen dabei. Und das sind meistens noch europäische oder amerikanische Konzerne. Also, wer steht für die Folgen dieses Klimawandels gerade? Und was machen wir jetzt? Die Menschen müssen dort weg.
und nicht aufgrund von irgendwelchen korrupten Regimen, sondern weil wir ihnen die Lebensgrundlage rauben. Und auf das brauchen wir eine Antwort. Und diese Diskussion ist überhaupt nicht neu, Herr Röttgen. Die führen wir seit 40 Jahren. Also, ich war eben zurückhaltend, was meine eigenen Reden anbelangt. Ich bleibe auch dabei. Aber ich kann Ihnen versichern, einer meiner wichtigsten Begründungen für eine internationale, europäische und nationale Klimapolitik war der Klimawandel als eine Ursache für Flucht und Vertreibung, weil es Kämpfe um Wasser, um Weideland gibt und Klimawandel wird zunehmend neben Krieg, neben Armut eine Fluchtursache immer weiter werden. Also da stimmen wir überein. Der Punkt ist nur, wir müssen ja jetzt zu praktischen Veränderungen kommen. So, und ich gönne Ihnen auch sozusagen Ihren Anklagemodus, aber der bewirkt jetzt auch noch nicht allzu viel, sondern wir müssen gucken, wie kommen wir zu praktischen Ergebnissen. Und darum müssen wir gucken, was kann denn konkret getan werden. Dass Sie sozusagen wissen, wie es geht, ist ja fein. Aber wir müssen jetzt zu wirklichen politischen Veränderungen kommen. Und darum muss man konstruktiv fragen, was kann denn jetzt getan werden. Herr Giorgic, dann Frau Lahari. Giorgic hat sich gemeldet. Bitte. Ich habe damit begonnen, dass nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ja, klar. Sowohl, dort bin ich alleine, okay, das ist kein Problem, aber als auch, daran können wir weiterarbeiten. Weil was tut denn Ungarn, Sie werden die Zahlen jetzt vielleicht nicht präsent haben, aber was tut denn Ungarn zum Beispiel, um Fluchtursachen zu bekämpfen? Ganz gerne. Fangen wir mit dem Projekt von Herrn Subotic an. Und er ist herzlichst eingeladen zu dem zweiten Weltwassergipfel in Budapest am Ende November. Weil wir zum Beispiel in dieser Frage, was Wasserversorgung von Millionen Menschen anbelangt, überall in der Welt, eine Pionierrolle spielen. Das könnte Punkt 1 sein. Punkt 2, wenn Sie mal angucken, wie das... Wir schreiben das übrigens mit, weil ich bin nicht in der Lage zu sagen, ob das stimmt. Ich glaube Sie natürlich erstmal, aber wir haben dieses wunderbare Institut des Faktenchecks und die Rolle Ungarns. Das können Sie tun, das können Sie tun, wir gerne. Werden wir noch dann checken. Wenn Sie Vertrauensprobleme mit mir haben, überhaupt dann bitte vorsichtiger. Punkt 2, was Herr Bridel begann anzusprechen, wo wir eigentlich eine Kombination von unterschiedlichen Maßnahmen treffen können. Die ungarische Regierung bietet Studenten aus diesen Staaten jährlich 3.580 Stipendiate. Das heißt, mehr als diese Zwangsquote, was wir nicht annehmen wollen, nicht wegen der Zahl, sondern des Prinzips. Aber dann könnte man sicherlich auch über Agrarpolitik reden. Man sollte über Entwicklungspolitik reden. Die ungarischen Soldaten, was Ursachenbekämpfung anbelangt, übrigens gemeinsam mit der Bundeswehr, sind im Afghanistan, die sind im Irak. Und der ungarische Ministerpräsident hat die Flagge hochgehalten für eine europäische Armee, damit Menschen zum Beispiel in Regionen, wo sie ihr Land verlassen haben, aber können nicht nach Europa geschützt werden und menschenwürdig besorgt werden können. Wir haben verstanden, Sie machen beides, was Sie eben angesprochen haben, das sowohl als auch. Frau Lahari. Das als auch beinhaltet mir immer zu viel Afrika als Almosen-Bittsteller. Und das muss sich ändern. Die meisten Länder in Afrika sind kaum industrialisiert. Das heißt, wirkliche Entwicklung kann erst stattfinden, wenn diese Länder die Chance haben, sich wirtschaftlich zu entwickeln. Und ich muss noch mal auf diesen Vertrag zurückkommen. Und ich muss noch mal an Frau Merkel anfangs denken, an ihren Satz, ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Diese Chance hätte sie jetzt, hätte Europa jetzt, wenn Europa begreift, dass Fluchtursachen, dass Migration wirklich damit zu tun hat, dass diese Länder die Chance bekommen, dass die Ressourcen, die es in ihren Ländern gibt, von der Baumwolle über den Kakao bis hin zum Koltan, wenn die Menschen, die in den Ländern leben, nichts von ihren Reichtümern haben, wird Flucht nicht aufhören. Und das muss geändert werden. Es müssen faire Verträge entstehen. Danke. Ich nehme das mal als Appell. Und Herr Röttgen nickt dazu. Herr Birbel auch. Unsere Zuschauer sind dran. Brigitte, das ist ein differenziertes Thema. Wie reagieren unsere Zuschauer? Ja, ich möchte beginnen mit der Meinung von unserer Zuschauerin Frau Lokert, die uns gerade angerufen hat. Und sie sagt, stellt eigentlich auch eine Frage in den Raum. Woher kommt eigentlich unser Reichtum? Unser Reichtum ist das Resultat der Ausbeutung armer Länder. Es war doch nur eine Frage der Zeit, bis sich die Menschen auf den Weg machen. Und sie sagt, ich würde es nicht anders machen. Also wir müssen hier in Deutschland Verantwortung übernehmen. Und warum kommen denn die Menschen zu uns? Warum tun sie das?
Dazu die Meinung von Thomas Hohnen. Er schreibt bei Facebook, ich darf Ihnen keine Freihandelsabkommen aufzwingen, die Ihre lokale Wirtschaft ruinieren. Hühnerfleisch ist bei uns deshalb unter anderem so billig, weil die Teile, die wir hier nicht essen, in Afrika zu Preisen verramscht werden, bei denen kein lokaler Anbieter dort mithalten kann. Frau Larry, das ist genau so. Können Sie das mal in der Praxis schildern, was das bedeutet? Das ist genau so. Also es geht um Hühnerhälse, Hühnerflügel, Hühnerfüße, die in Deutschland eben nicht mehr oder in Europa nicht gebraucht werden. Die werden dann gefroren, beispielsweise Ghana. Ghana ist das Symbol geworden für genau diesen Missstand. Werden dorthin geschickt, sind günstiger als das, was der ghanaische Bauer eben sich, ja, was der anbieten kann auf dem Markt. Und die Leute kaufen auf dem Markt mittlerweile viel mehr verstärkt die gefrorenen Abfälle aus Europa. Und die Bauern in Ghana, die Hühnerbauern in Ghana, haben einen Marktanteil in ihrem eigenen Land von 10% nur noch. Also eine Industrie wurde wirklich kaputt gemacht. Danke für die Erklärung. Ja, wie könnte man das anders machen? Da sagt unsere Zuschauerin Daniela Klebermass bei Facebook, in den Herkunftsländern muss mehr investiert werden. Wenn die Leute da Arbeit und eine Perspektive hätten, müssten sie ihr Glück nicht woanders suchen. Ist vielleicht eine gute Idee, ist aber nicht unbedingt eine neue Idee, denn das Thema Entwicklungspolitik gibt es ja schon lange. Und Michael Dickel klingt etwas skeptisch. Er sagt, genau diese Aussage haben wir schon im Sozialkundeunterricht vor 40 Jahren gehört. Schade, dass man die Zeit nicht genutzt hat, wirklich Entwicklungshilfe zu leisten, sondern sich durch Zahlungen nur ein Feigenblatt geschaffen hat. Ja, sind wir in Deutschland, sind wir in Europa verantwortlich für das, was in Afrika passiert? Ja, vielleicht. Aber es gibt auch diese Meinung von Kurt Fischer und er schreibt bei Twitter, wann wird hier endlich begriffen, dass wir nicht den halben Planeten in Europa aufnehmen können? Wo soll das enden? Wir können nicht die ganze Welt aufnehmen. Das sagt auch unsere Zuschauerin Karin Hertha und schreibt, diese maßlose Selbstüberschätzung der Deutschen scheint mir wirklich schon krankhaft zu sein und hat schon was von Größenwahn. Was tun, was hilft? Kurze, präzise Meinung von Dennis Issel. Er schreibt bei Facebook, Zäune helfen zuverlässig, die Politik nicht. Und wie immer bei Facebook wird dort diskutiert und die Antwort kommt direkt von Sascha Planz. Er schreibt, Zäune helfen nur zuverlässig, wenn man dann auch noch wegguckt. Die Bilder am Zaun sind nämlich vergleichsweise hässlich. Gut, dass wir weit genug davon weg sind. Vielleicht noch ein letzter Satz, was müssen wir tun? Wir hatten ja eben den Afrikaner, der gesagt hat, wie sehr er von Europa träumt. Und das hat diesen Gedanken hat unser Zuschauer Peter Rose aufgegriffen und schreibt bei Facebook, der Asylsuchende muss vor seiner Flucht darüber informiert sein, dass es in Deutschland zwar Asyl gibt, aber nicht mehr. Weder Geld noch Auto oder Haus. Nur Essen und Trinken und ein Platz zum Schlafen, der ihm vom Staat zugewiesen wird. Wenn sich das rumspricht, regulieren sich die Flüchtlingsströme von alleine. Danke, Brigitte Büscher, für diesen Überblick. Vielen Dank. Wir haben unsere Sendung genannt Zäune statt Hilfe, sind wir selbst schuld an der nächsten Flüchtlingswelle. Und wenn wir mal auf den ersten Teil gucken, auf Zäune, das haben wir eben auch schon gehört, da muss man feststellen, das ist ein wirkungsvolles Sofortmittel. Das zeigt Wirkung tatsächlich, um den Flüchtlingsstrom unter Kontrolle zu bringen. Dabei haben wir selbst, aber das muss man ja mal festhalten, überhaupt keinen Zaun bauen müssen. Das haben andere für uns erledigt und da gibt es jemanden, der sieht es so. Dass wenigstens Herr Seehofer so etwas wie Danke sagt, jedenfalls indirekt? Dabei geht es nicht um Dankbarkeit, sondern um Rationalität und Pragmatismus. Übrigens, nicht Ungarn hat damit begonnen. Dass diese Kleinigkeit wird immer in dem deutschen öffentlichen Raum vergessen, dass der ungarische Zaun an der grünen Außengrenze der Schengen-Zone, der fünfte war. Darüber redet keiner. Der ungarische Zaun lag vielleicht daran, dass es der wirkungsvollste war. Irgendwie sind wir auch für die deutschen Medien vom Interesse. Aber wenn Sie heute jetzt angucken, was war eine der wichtigsten Entscheidungen des Gipfels in Bratislava? 108 Millionen finanzielle Unterstützung für Bulgarien für den Zaun an der bulgarisch-türkischen Grenze. Der ungarische Zaun wird beschimpft, der bulgarische Grenze wird mitfinanziert. Da ist Calais, übrigens auf dem Gebiet eines Mitgliedstaates, nicht an der Außengrenze. Aber wenn Sie schon darüber reden, wie glücklich die Deutschen sind, dass sie mit diesen Fragen nicht befassen, das ist Schengen. Deswegen sagen wir, die Burgkapitäne haben gewisse Verantwortung. Weil wenn sie
ihre Außengrenze, was eine Wiener Grenze ist, schützen wollen, dann ist Europa, unser Lebens- und Wirtschaftsmodell, kaputt. Wir müssen diese Arbeit leisten. Und wie ich das in einem früheren Programm, wo ich die Ehre gehabt habe, mit Ihnen zu sein, habe ich schon gesagt, Grenzschutz ist keine schöne Angelegenheit. Mit Blumen und Plüschtieren machen Sie das nicht. Ich glaube, wir haben noch gar nicht über den Effekt gesprochen, was so ein Zaun mit sich bringt. Wir reden die ganze Zeit über Zäune und wir müssen sie hochmachen und die sollen super gefährlich sein und die Leute sollen nicht an denen vorbeikommen. Wir haben noch keinen Gedanken daran verschwendet, was der Resultat ist. Nicht nur für die Leute auf der einen Seite des Zauns, sondern auch für diese Leute auf der anderen Seite des Zauns. Ein Gast hat es ganz gut formuliert. Ein Zaun funktioniert, wenn man wegschaut. Ja? Nee. Doch, und das Problem ist, dass wir da sehr kurzfristig denken, wir fördern damit den Extremismus, ganz klar, indem wir Zäune stellen, nicht unseren humanitären Einstellungen oder Versprechen einlösen. Damit ist es eine Situation, die auf Dauer viel, viel schwieriger ist. Dann entweder baut man noch höhere Mauern jedes Jahr zu und noch mehr idealerweise. Wie meinen Sie, dass das mal mit Zäunen den Extremismus fordert? Stellen Sie sich vor, es würde gar nichts passieren. Welche Wahlergebnisse hätten wir dann in Deutschland? Welche rechtsextreme Flanke täte sich da auf? Ich glaube, die rechtsextreme Flanke wird leider sowieso erstmal zunehmen, weil die Angst ganz neu ist. So komplett auch, wie wir mit den Flüchtlingen umgehen, ist das meiner Meinung nach unmenschlich. Ja? Wir zeigen im Fernsehen, wie sie massenhaft ihren Weg durch die Südoststaaten Europa machen, aber zahlen dafür mehrere hundert oder in meisten Fällen mehrere tausend Euro, obwohl ein Transportsystem eigentlich viel günstiger wäre. Ich finde, das ist ein menschlicher Ansatz. Ich finde, wenn man dann auch noch mal schaut, wenn man sich den Effekt der Grenze mal anschaut, auf der anderen Seite, also nicht Richtung Westeuropa, sondern Richtung Osteuropa, wird da ein ganz großer Stress entstehen. Ja? Und dieser Stress wird ja dann auch weitergehen in die Türkei und da, wo die Flüchtlinge sind. Und da werden sie durch unsere Aktivitäten, ja, wo wir sagen, wir wollen mehr Sicherheit, produzieren wir genau das Gegenteil. Wir produzieren diesen Hass, der nicht innerhalb einem Jahr weggeht, sondern der genau durch so eine Maßnahme steigen wird. Zäune strahlen etwas aus. Ich glaube, das kann man festhalten, Herr Röttgen. Gibt es etwas, was Sie auch ausstrahlen sollten? Sie haben, glaube ich, mal gesagt, man muss den Flüchtlingen kommunizieren, dass sie hier nicht auf Dauer bleiben können, wenn sie keinen Aufenthaltsrecht haben, nach dem Motto, überlegt euch dreimal, ob ihr kommt. Ist so ein Zaun wie in Ungarn genau ein Teil einer solchen Abschreckungskommunikation? Ja, nein, ich glaube, das ist wirklich auch jetzt eine Dämonisierung, die ich für unbegründet halte. Dass ein Staat Grenzen hat und auch die Kontrolle ausübt darüber, wer auf sein Staatsgebiet kommt, ist eigentlich die natürlichste Sache der Welt. Es ist ein Teil von Staat. In Europa haben wir nur gesagt, wir wollen das innerhalb Europas nicht haben. Wir wollen Freiheit des Verkehrs haben. Das ist eine große Errungenschaft. Dann muss das aber an der Außengrenze geschehen. Da haben wir es uns, das hat auch die Bundeskanzlerin ja eben gesagt, es uns zu leicht gemacht. Nicht? Wir sozusagen machen einen rechtlichen Zaun ganz außen, aber er hat dann nicht funktioniert. Aber dass Staaten, Gesellschaften eine Entscheidung darüber wollen, wer kommt zu uns, das liegt in der Natur von Staat und Staatlichkeit. Und es ist übrigens auch eine Bedingung für Humanität. Denn wir wollen uns ja eben nicht abschotten. Denn diejenigen, die verfolgt sind, diejenigen, die aus einer humanitären Katastrophe kommen, die wollen wir doch weiterhin aufnehmen. Also es kann ja von Abschottung keine Rede sein, aber dafür brauchen sie auch gesellschaftliche Akzeptanz. Die können sie nicht erreichen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch gelernt, wenn sie sagen, wir begeben uns der Kontrolle darüber, wer kommt. Und darum muss dieses Konzept eben diese beiden Säulen haben. Es muss eine Grenze, eine Außengrenze der EU geben, die überwunden, die durch die hindurchkommen, die verfolgt sind oder eine humanitäre Katastrophe zu erleiden haben. Und auf der anderen Seite müssen wir eben als Mitempfinden, aber auch aus eigenem Interesse die Lebenssituationen dort verbessern, wo die Menschen glauben, sie werden gezwungen, ihr Land zu verlassen. Wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, dass die meisten eigentlich nicht ihre Heimat verlassen wollen. Die allermeisten sagen, wir wollen eigentlich in der Heimat.
Ja, aber wenn immer gesagt wird, das stimmt natürlich auch, Europa ist der Traum, das Paradies. Aber eigentlich wollen die allermeisten, die fliehen, in ihrer Heimat bleiben. Die wollen gar nicht nach Deutschland kommen. Und darum müssen, aber sie werden gezwungen dazu. Wenn man krepiert, wenn man verfolgt wird, drangsaliert, verhungert, dann muss man. Und an der Situation müssen wir etwas ändern. Herr Birtel, was ist falsch an dem Argument, dass man einen Zaun braucht, um eine Rechtsstaatlichkeit zu schützen, um genau mit dieser Rechtsstaatlichkeit Asyl gewähren zu können? Wir haben ja mit Zäunen in Europa ganz viel Erfahrung. In Ungarn und in Deutschland. Und wir wissen, dass diese Zäune letztlich nur Linien sind, an denen es zur Gewalt kommt, dann, wenn wir Menschen dort daran hindern, dass sie von hier nach dort gehen. Ich bin an so einer Mauer aufgewachsen, in Berlin, und ich habe als Kind schon gelernt, das ist nicht der richtige Weg. Übrigens, der letzte Tod am Eisernen Vorhang ist von einem ungarischen Grenzsoldaten erschossen worden, ein Deutscher, der wollte damals über Ungarn 1989 noch nach Deutschland eben zurückkommen, aus der DDR in die damalige BRD. Also, wir sollten doch verstanden werden. Ja, sehr hochinteressant ist ja Folgendes. In dem Moment, wo wir die Mauern hier bei uns weggenommen haben, weil wir erkannt haben, dass dies ein unmenschliches System ist, mit dem man letztlich eben doch die Bewegung nicht aufhalten kann, haben wir sie außen wieder aufgebaut, Herr Röttgen. Das ist einfach historisch so. Aber eine Staatsgrenze ist nicht unmenschlich. Und zwar, ja, Moment mal ganz kurz, entsteht aus dem Bedürfnis vor allem der Binnenstaaten, Deutschlands vor allen Dingen, ich kenne verschiedene, auch aktive Minister des jetzigen Kabinetts, die rühmen sich mir gegenüber damit, dass sie die Baumeister dieser Festung sind. Also hat man Folgendes gesagt, Deutschland vor allen Dingen, wir müssen jetzt aber draußen abschotten. In Marokko, an der spanischen Staatsgrenze, Ceuta, Melilla, Sie wissen, das sind so ungefähr die biestigsten Punkte, das ist nicht in Ungarn, sondern das ist in Spanien und zwischen da die Außengrenze, hat bis 1992, Entschuldigung, sagen, hat auch Zaun, nicht so gut, das sind die spanischen Enklaven. Ja, die sogenannten Enklaven, also das sind Teile Europas Kontinent. Auf afrikanischem Boden. Da muss man, wir kennen ja die Bilder, der Golfplatz neben dem Hohen Zaun. Sagenhaft. Zu der Frage, wie hoch muss denn eine Mauer sein? Die sind jetzt bei 8 Metern und die Leute sterben da immer noch. Zäune halten übrigens nicht auf, sondern die werden dann eben umgangen. Sie können ja nicht das gesamte Europa abschotten. Die Ungarn machen jetzt hier etwas in diesem selben Stil und wir wissen aber, dass es so nicht funktionieren kann. Bis 1992 stand dort ein Zaun, der war 1,20 Meter hoch. Herr Röttgen, wussten Sie das? Und erst nachdem Deutschland vor allen Dingen seine Sicherheitsbedürfnisse formuliert und in der Europäischen Union durchsetzt, plötzlich entstehen dort diese Festungen. Und jetzt mal auf Ehre und Gewissen. Haben wir bis 1992 jemals gehört, dass da irgendein Problem war? Die Afrikaner sind ohne Visum, ohne Pass mit ihren Booten hin und her gefahren. Die haben Fisch verkauft dort drüben auf der spanischen Seite wieder zurück. Und erst seitdem wir plötzlich durchdrehen und meinen, wir müssten, da plötzlich gibt es diese Probleme. Und übrigens, eine solche Mauer, eine solche Befestigung hindert Menschen auch daran, wieder nach Hause zu gehen. Die sind nämlich zum Beispiel hier in Deutschland zu Hunderttausenden sogenannte Illegalisierte. Die haben einmal sich diesen Weg vielleicht leisten können hierher, aber sie können nicht ständig hin und her. Die lassen ihre Kinder zurück und so weiter und so fort. Das hat ganz vielfältige Folgen. Wir müssen mit diesem Mauerwahnsinn aufhören. Wir können nicht da etwas, was wir selber als falsch erkannt haben, jetzt doch draußen wieder neu aufbauen. Lassen Sie doch mal als Rede und Gegenrede stehen, wenn Sie sagen, wir müssen mit dem Mauerwahnsinn, mit dem Zäunewahnsinn aufhören. Zäune sind auf kurze Sicht gesehen zumindest erstmal wirkungsvoll. Aber was gibt es an Alternativen? Natürlich Menschen von der Flucht abzuhalten. Allerdings gibt es auch Vorschläge, die in eine ganz andere Richtung gehen. Schauen Sie sich das mal an. Teilen Sie diese Ansicht? Oder anders gefragt, Sie sprechen ja gerne von der Festung Europa. Könnte so eine Insel ein Außenposten sein für diese Festung? Also eine Art Zweitwohnsitz für den Burgkapitän? Ich spreche von den Schengen Europa. Herr Plasberg, ich habe ein Geschenk Ihnen mitgebracht. Das freut mich erstmal. Weil Herr Brieder versucht hat, uns Ungarn zu belehren, was Zaun und Mauer bedeutet. Die Berliner Mauer wurde durch die Ungarn abgerissen. Und da ist der erste Stein aus der Mauer. Und darauf steht mein Name für Bearbeitung als junger Diplomat. Das heißt, wenn eine Mauer europäische Völker voneinander trennt oder ein Zaun die europäischen Völker einfach schützt, weil das ist die gemeinsame Regelung, dann bitte sehr, in dieser Frage wenigstens gewisse Normalität sollte in das Gespräch reinkommen, weil in anderen Fragen sehe ich eine große Konvergenz, wie man außerhalb des Gebietes der Europäischen Union diesen Menschen helfen kann. Das war eine Klarstellung nochmal zu Birtel. Aus Ihrer Sicht, was sagen Sie zu dieser Insellösung? Da gibt es ja auch einen konkreten Vorschlag. Wir haben ja mit Lesbos schon eine Insel, wo viele ankommen. Wenn ich mich richtig daran erinnere, gab es schon 2004 oder sowas einen Vorschlag von dem damaligen
Minister der Bundesregierung von Herrn Chili Hotspots außerhalb des Gebietes der Europäischen Union zu haben. Das ist keine neue Idee. Das heißt, wenn wir alle Probleme der Welt nicht auf unserem Gebiet lösen können, dann sollten wir sichere Lösungen außerhalb des Gebietes. Das ist nicht die Lösung, aber ein Teil der Lösung. Hotspots außerhalb der Europäischen Union. Frau Larey, Sie treffen öfter Menschen in Afrika, die sich sowas überlegen, ob sie Geld, ihr Leben einsetzen. Wenn Sie wüssten, dass eben nicht Berlin oder Wien oder Konstanz oder was auch immer Wermelskirchen wartet, sondern eine Insel, nennen wir sie Lesbos, würde das was bewirken? Ich weiß nicht, ob das ankommen würde. Für diejenigen, die sich entschließen, sich auf den Weg zu machen, die wirklich so weit sind, zu sagen, und es ist wirklich ganz, ganz wichtig, das nochmal zu betonen, die meisten Menschen wollen nicht weg. Die wollen nicht ihre Familie verlassen. Die haben auch Angst. Wenn die aber an den Punkt gekommen sind, dass sie weggehen, dass ihre Familien alle gesammelt haben, Geld gesammelt haben, damit das einer, meistens der erstgeborene Sohn, es versucht, dann haben die keine Vorstellung, ob das wie jetzt Berlin oder die Insel ist. Für mich ist nur, ich bin fast fassungslos über diese Idee, weil ich sie mir vorstelle... Sie wird umgesetzt in Australien, da gibt es zwar große rechtliche Probleme, es gibt Tragödien auf diesen und Inseln. Und es passiert, was dort passiert ist, nämlich es passiert nichts. Es gibt keine Art von Betreuung. Und das ist das, was mich fassungslos macht, wenn man sich überlegt, welche Menschen... mit welchen Geschichten und was sie alles erlebt haben, warum sie geflohen sind. Die Syrer, die wegen Krieg und Vertreibung geflohen sind. Afrikaner, die schrecklich ist. Also es ist ja nicht so, dass die Afrikaner direkt einfach irgendwie losmarschieren und eine Woche später in Europa ankommen. Die haben monatelange, manchmal jahrelange Odysseen hinter sich. Die meisten Afrikaner sind überhaupt nicht in Europa, sondern die sind in Afrika vertrieben. Allein der Kongo, ein krisengeschütteltes Land, hat beherbergt 3 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge. All diese Menschen, wenn man sich vorstellt, dass eine Mischung von unterschiedlich traumatisierten Menschen auf einer Insel zusammenleben soll, ohne Betreuung. Also für mich ist das, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber mit gesundem Menschenverstand kann ich das nicht verstehen. Also ich habe weite Teile des letzten Jahres auf der Insel Lesbos verbracht. Wir haben versucht, dort irgendeine Art menschliches Gesicht zu zeigen für dieses Europa. Aber wir mussten sehen, dass dies einfach nicht erwünscht ist. Und das ist im großen Politischen nicht gewünscht. Das, was die ungarische Regierung macht, ist ja im Prinzip europäische Linie, auch in Berlin formuliert. Sehr wohl. Abschotten und abschrecken. Und über die systematische, schlechte Behandlung von Menschen, die bei uns Schutz suchen, ein Signal auszusenden, kommt man nicht hierher, hier ist es überhaupt nicht lustig. Darf ich das als Stichwort auch nennen? Sie sagen, ein Signal zu senden, indem man eher eine schlechte Behandlung demonstriert. Vielleicht geht es darum, ein wahrhaftiges Signal auszusenden. Und zu der ganzen Wahrheit gehört ja auch, dass es sich wahrscheinlich rumspricht, dass selbst wenn hier ein Asylantrag abgelehnt wird, wenn man eigentlich ausreisen muss, dass man, Herr Djörgöc nickt lebhaft mit dem Kopf, dass man dann lange in Deutschland noch leben kann. Und ich glaube, das haben wir auch von Frau Larey gelernt, selbst die schlechtesten Lebensumstände in Deutschland, die uns katastrophal erscheinen, sind besser als das, was die Menschen in Afrika haben. Vielleicht gehört es aber dazu, an diesen Signalen auch etwas zu ändern, die da heißen, ach, wenn die erstmal hier sind, gehen sie auch nicht mehr nach Hause. Verstehen Sie den Unmut von Ministerpräsidentin Kraft? Nur sehr eingeschränkt, denn wenn denn das, was geschildert ist, müsste ja dann eine Rechtslage oder ist ja eine Rechtslage und tatsächliche Lage in Deutschland. Aber wir haben zwischen den Bundesländern erhebliche Unterschiede in den Quoten derjenigen, die bleiben oder die eben zurückgeschoben werden. Insgesamt sind die Zahlen nicht so doll, aber in Nordrhein-Westfalen sind sie eben überdurchschnittlich schlecht. Und das hängt eben nicht mit der für ganz Deutschland zusammenhängenden Rechtslage zusammen. Ich darf das mal übersetzen. Sie soll ihre Hausaufgaben hier machen, bevor sie jammert? Sie soll jedenfalls ihre Hausaufgaben auch besser machen. Es gibt ein Problem, aber sie macht doch ihre Hausaufgaben nicht gut. Sie haben eben so lebhaft genickt, Herr Djörgöc, was das falsche Signal auch in Ihren Augen angeht. Was mit solchen Bleibezahlen, obwohl eine Ausreiseverfügung vorliegt, welches Signal damit ausgesendet wird?
Bis Mitte September haben wir es versucht, alle, die bei uns über die grüne Grenze illegal angekommen sind, zu registrieren. Und wir haben es festgestellt, dass Minimum mehr als 60% nicht aus Kriegsländern kommen, sondern einfach, wie dieser kleine Junge am Anfang des Programms gesagt hat, sie wollen ein besseres Leben. Das kann ich verstehen, aber das ist kein Grundrecht. Es gibt kein Grundrecht auf besseres Leben. Und wenn Sie gerade mal Luft holen? Es gibt kein Grundrecht auf besseres Leben. Ist das Konsens hier? Herr Birn? Ich meine... Frau Lahren. Nein, wir sollten... Frau Lahren war schneller. Entschuldigung. Bitte schön. Unser besseres Leben in Europa hat was mit dem schlechten Leben in Afrika zu tun. Das yes. muss durchsetzen. Ich komme nicht aus einem ehemaligen Kolonialstaat. Nicht nur die Kolonialstaaten, auch unser Reichtum heute, auch das Handy, das Sie benutzen, die Schokolade, die Ihre Kinder essen, alles hat etwas damit miteinander zu tun. Und wenn man das nicht begreift und ich muss noch mal auf die gerechten wirtschaftlichen Verträge zurückkommen, dann wird sich daran nichts ändern und dann wird auch früher haben die Menschen beispielsweise in Afrika den Vergleich nicht gehabt. Sie haben nicht unmittelbar gesehen, wie es bei uns ist und wie es bei ihnen ist. Heute ist der Vergleich in Form eines elektrischen Gerätes auch in Afrika angekommen. Und man kann es nicht aufhalten. Es gibt keinen Grund, glaube ich, auch immer mehr. Das ist eine Sache, die wir auch, wie gesagt, wir betrachten das Problem, glaube ich, ziemlich kurzfristig. Und wie können wir jetzt sofort eine Mauer bauen? Aber Fakt ist, dass es zunehmend mehr wird. Vor allem da ist es ja auch aus holistischer Sicht und, Sichtweise wichtig zu gucken, was können wir ändern, was müssen wir ändern. Und es ist eine fundamentale Änderung. Auch unseren Alltags. Wir können nicht mehr komplett so leben, wie wir uns das wünschen, weil das geht auf Kosten anderer. Und da sind solche kurze Maßnahmen, also kurzsichtige Maßnahmen, nicht der richtige Schritt, sondern wir müssen über eine gesamte Strategie sprechen. Was gerade dabei ist zu tun. Herr Jörgisch? Ein sehr wichtiger Punkt, aber es hat auch eine andere Lesung, nämlich in Europa haben wir ca. 8% der Weltbevölkerung, ca. 25% der Weltproduktion und 50% der Sozialleistungen. Das heißt, wenn Sie sagen, dass wir nicht mehr so leben können, sowieso ohne Probleme anderer Kontinente können wir nicht so leben, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Aber wie erklären Sie das den Bürgern, dass sie sowieso wegen der globalen Entwicklungen ihr Wohlstand verlieren? Entschuldigung, das ist dazu kommt doch wirklich die Unsinn. Ja? Wir sind ein Kontinent, der große Verdienste hat, technologische und so weiter und so fort, große Industrien, Sie heben das hier gerade hervor. Uns fehlen aber praktisch alle Rohstoffe, die wir brauchen für diese wunderbaren Industrien, gerade für die modernen Technologien. Sie haben das ja gerade angesprochen, Coltan ist ein Beispiel für die Handys. Das heißt, nach den Regeln eines freien Marktes müssten doch diejenigen, die die Rohstoffe haben, in einer sehr starken Position sein. Sind sie aber nicht. Weil wir es sehr geschickt verstehen, diese Rohstoffmärkte gegeneinander auszuspielen nicht und nur, so weiter und so fort. Es liegt natürlich das auch heißt, an den, und die haben wir noch nicht angesprochen, es liegt natürlich auch daran, dass die Verhandlungspartner, dass die Staatsoberhäupter der afrikanischen Länder Verhandlungspartner sind, die oft korrupt sind, die oft nicht das Interesse ihrer Bevölkerung Moment mal ganz kurz, wenn dort ein Regime bestochen wird, von uns, wer ist jetzt eigentlich korrupt? Also natürlich. Aber es ist wirklich, also Ihre Schwarz-Weiß-Malerei wirklich, die hat mit der Realität kaum noch andeutungsweise was zu tun. Oh, das ist interessant. In Afrika gibt es eine ganze Reihe von Ländern, die könnten reich, sie sind reich. Sie kennen sie besser als ich. Die sind reich und sie könnten dort einen Wohlstand produzieren. Und es sind nicht die bösen Europäer, die sie daran hindern, dass sie ein reiches Land sind, sondern es sind die internen, korrupten Strukturen, wo Machthaber sitzen, die sich einen feuchten Kehricht für ihre Bevölkerung interessieren. So, manchmal sind Schwarz-Weiß-Malereien auch interessant, um Kanten zu sehen. Wir sind fast am Schluss unserer Sendung. Wir haben viel über Menschen in Afrika geredet. Ich habe eine Schlussrundenfrage an Sie, aber ich finde, einmal sollten wir noch, wir sollen ihn einfach noch mal hören, damit er uns noch mal ins Ohr und ins Herz geht. Bila. Schwerer sein als Afrika. Bila Kamara hat das gesagt. Die Schlussrundenfrage. Stellen Sie sich vor, ein potenzieller Flüchtling wie Bilal, der hat diese Sendung jetzt gerade in Afrika gesehen, natürlich mit einer verständlichen Übersetzung. Was hoffen Sie, welche Schlüsse er sich aus dieser Sendung zieht? Herr Bittel.
Ich hoffe, dass er hier von der Redaktion natürlich meine Telefonnummer bekommt und kann sich gern mit mir ins Benehmen setzen. Ich würde mich sehr freuen, ihn bei mir zu Hause willkommen zu heißen. Denn ich weiß, dass gerade Sierra Leone, sein Heimatland, eine von europäischen Interessen schwer verwüstete Gegend ist, Herr Röttgen. Da sind wir uns ja wahrscheinlich einig. Herr Subotic, nicht mehr die Zeit für Diskussionen. Ja, ich würde mich dem anschließen. Ich glaube, wenn wir das zusammenregeln, dann hätte der Kollege auch eine viel bessere Möglichkeit. Und das ist das letztendlich, worum es geht. Wenn wir das gemeinsam tun, dann ist da eine Möglichkeit, wenn wir vor allem auch pragmatisch agieren und nicht nur sprechen. Welche Schlüsse sollte ein potenzieller Flüchtling ziehen, zum Beispiel Bilal? Frau Larai, was sagen Sie? Ich hoffe, dass er optimistisch bleibt und die Hoffnung hat, dass es in Europa ankommt, dass wir eine fairere Politik machen müssen, damit Menschen wie er in ihrer Heimat bleiben können und ihr Land aufbauen können, anstatt abzuhauen. Herr Röttgen. Ich glaube, der kleine Junge hat gar nicht über Politik... Der ist 22. Der sah jünger aus. Also er hat gar nicht über Politik gesprochen und er hat uns auch mitgeteilt, es ist nicht eure Politik, die mich interessiert. Er hat seinen Lebenstraum geschildert, den wird er verfolgen und er wird aus unserer Diskussion keine Schlussfolgerung ziehen. Herr Jörgisch. Ich hoffe, dass er aus dieser Diskussion gelernt hat, dass der Jörgisch-Subotic-Modell doch vereinbar ist miteinander. Eine interessante These. Vielen Dank, Herr Jörgisch. Vielen Dank. Sie waren uns ein sehr aufmerksames Publikum.